Standard Berlin. Zu Gast ist Dr. Ulrich Nussbaum. Sie kennen ihn alle als Finanzsenator von Berlin. Jetzt ist er Präsident des Deutschen Verkehrsforums. Tolle Geschichte, mächtig was zu tun und auch mal mit dem Rad auf dem Deich Bremerhaven also fahren. Rein ehrenamtlich, Herr Brückmann. Rein ehrenamtlich. Also Sie haben ja noch kein Dienstfahrrad, wie Sie mir erzählt haben. Da müssen wir ein bisschen üben. Digitalisierung des Verkehrs, das klingt bombastisch. Die meisten können sich nicht vorstellen, was das ist. Ja, was versteht man darunter? Was passiert da? Das ist einfach eigentlich simpler, als es das Wort sagt. Es geht darum, die Informationen, die man heute über Sensoren in Autos oder auf den Schienen sozusagen bekommt, die auch dann zu verwerten, einerseits für neue Geschäftsmodelle, aber auch andererseits für ganz praktische Dinge. Machen Sie mal ein Beispiel. Wir fahren ja mit Millionen Autos über die Straßen. So, man könnte eigentlich an einem Auto einen Sensor haben, der permanent den Straßenzustand misst. Wie beim Formel 1. Ja, genau. Das würde gar nichts kosten. So, und dann könnte man das zentral irgendwo aufnehmen und man hätte in einer Verkehrsleitzentrale permanent eine Aussage über den Straßen- oder Brückenzustand und wüsste dann, wann man repariert oder nicht repariert. Nur mal so ein ganz einfaches Beispiel. Oder allein, dass wir in Deutschland neben den Schienen, Sie nehmen an, Sie fahren viel Zug, haben Sie da schon mal sorgenfrei und ohne Unterbrechung telefoniert mit Ihrem Handy? Ja, aber der Bahnvorstand hat gerade erklärt, so, dass es jetzt passiert. Genau, er wird es jetzt verbessern. Ja. So, aber wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Ne? Ja. Andere sind da weiter. Wir müssen da ein Stück aufpassen, dass uns da nicht die Amerikaner vor allem in den Rang ablaufen. Also alles das, was man heute mit Datentechnologie macht an neuen Geschäftsmodellen, auch beispielsweise eine Vernetzung von der Bahn mit Carsharing, wenn man ankommt, dass dann schon die Autos da stehen. Da gibt es also, der Fantasie sind da gar keine Grenzen gesetzt. So viele Möglichkeiten, die aus dieser sogenannten Digitalisierung herauskommen. Das haben Sie in Ihrem neuen Job als Präsident des Deutschen Verkehrsforums. Das fordern die Mitgliedsfirmen auch, dass wir da weiter vorankommen, dass wir den Industriestandort Deutschland da nicht abhängen. Weil das ist natürlich die Domäne der Amerikaner, die ja mit ihren großen Softwarefirmen und mit Google und dass die Welt da sozusagen beherrschen. Da müssen wir aufpassen ein Stück. Ja, und wie machen wir das? Digitalisierung war ja früher schon eines Ihrer kleinen Hobbys. Ja, nee, ich meine, dass wir das auch ein Stück weiter gemeinsam voranbringen und vor allen Dingen dann auch die unterschiedlichen Verkehrsträger vernetzen. Die sind sicher nicht alle. Geht es denn nicht voran? Wer ist denn dagegen? Keiner ist dagegen, aber einer muss es richtig stärker in die Hand nehmen. Und Sie haben ja einfach unterschiedliche Interessen. Eine Bahn hat andere Interessen als beispielsweise die Straße, ne? Ja. Ja, die sind ja zum Teil auch Konkurrenten. Ja, das macht übrigens Verkehrsforum, das Deutsche Verkehr. Ja, ideal dafür. Ja, genau, das ist ja genau die Plattform. Ja. Da sitzt nämlich dann ein Herr Grube zusammen mit einem Herrn Bernhard von Mercedes und dann überlegen die, na, wie können sie das gemeinsam machen? Nicht jeder sieht den anderen als Konkurrenten um Transportaufträge. Und die sitzen, ne? Und die sitzen mittendrin und mit den Kollegen, genau, und wir machen das zusammen. Übrigens eine tolle Mannschaft in dem Verkehrsforum. Ja. Kleine und gute Truppe. Das habe ich mich übrigens noch immer gefragt, warum das nicht schneller geht. Auch so eine Stauwarnung. Die in der Stadt geht das. Ja, in der Stadt geht das. Digitalisierung. Oder bei BVG. Nicht ja, dann alle müssen aber erstmal die richtigen Kabel da liegen an den Autobahnen, damit sie die ganzen Meldungen machen können. Ja, und wer bezahlt können wir lange drüber reden. Wer bezahlt das ja, wieder? Das soll ja dann die Infrastrukturgesellschaft machen. Ja, genau. Und das zahlt am Ende dann der Bürger. Ja, muss er ja auch. Wie das da ist. Das soll ihm ja auch zugutekommen. Was mich auch immer wundert, ist, warum kriegt man die Verkehrsströme nicht so in den Griff, dass erstens die Lastwagen nicht im Berufsverkehr in zweiter Linie parken, um die Bananen auszupacken, sondern warum bringt man die nicht vorher schon? War ein Vorschlag übrigens vom IPZ in Berlin von Professor Greibig schon vor langer, langer Zeit. Ja, wir können auch in Berlin damit mal anfangen. Warum nutzen wir denn die U-Bahn nicht? Oder ist das ein Thema? Wie entflechtet man den Feierabendverkehr, wie entflechtet man den Transportverkehr morgen? Ja, das wäre zum Beispiel ein Thema von der intelligenten Steuerung und Digitalisierung. Sie könnten hier in Berlin damit anfangen. Aber U-Bahn ist ein gutes Stichwort. Nahverkehr ist auch ein Thema des Verkehrsforums. Ja, was kostet denn das? Nahverkehr macht immer Verluste. Muss ich denn für ein Ticket, wenn das so ausgebaut wird, wie Sie es möchten, 10 Euro bezahlen? Jetzt müssen wir mal gemeinsam dafür arbeiten, dass der Bund sich nicht seiner Verantwortung entzieht. Da gibt es so einen ganz trockenen Begriff, der heißt Regionalisierungsmittel. Da stellt man sich als Laie irgendwie, was stellen Sie sich drunter vor? Nix. Gar nichts. Eben. Aber mit Regionalisierungsmitteln, das heißt, dass da über 7 Milliarden Gelder vom Bund in die öffentliche Infrastruktur der Kommunen und der Länder, also auch in den Nahverkehr hineingeht. Also bei uns zum Beispiel in BVG. Und das soll gekürzt werden, respektive nicht weiter ausgebaut werden. Da will der Bund sparen. Ja, ist Unsinn, genau. Und auch da kämpfen wir im Verkehrsforum, dass die sogenannten Regionalisierungsmittel, wie gesagt, unter denen sich keiner was vorstellen kann, dass das auf mindestens 8,5 Milliarden, wenn nicht mehr, hochgeht. Ganz wichtig, auch hier für die BVG als größten öffentlichen Nahverkehrsunternehmen. Wenn ich aber Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs mir nochmal anschaue, ja, also manchmal kommt mir es vor, Ticket 3,40 Euro und so, in Hamburg zahle ich 5.
Wie kommt das? Ist subventioniert das Berlin? Das müssen Sie eigentlich viel besser wissen als ich. Oder sind wir hier besser in der Finanzierung? Oder subventionieren wir das wirklich so stark, dass wir noch irgendwie ganz glücklich sein können? Na klar, Nahverkehr ist immer eine öffentliche Aufgabe. Ist wirklich Daseinsvorsorge. Und das heißt, ein Land oder ein Staat muss das immer ein Stück subventionieren. Aber Berlin hat einen riesen Vorteil und da hat die BVG einen sehr guten Job gemacht in den letzten Jahren. Sie hat ihre Prozesse verbessert. Sie hat sich verschlankt, sie ist rationaler und in den Abläufen besser geworden. Sie hat im letzten Jahr zum ersten Mal keinen Verlust gemacht in der Geschichte des Bestehens. Ne? War ich auch noch für verantwortlich. Also Komplimente an die Kuta. Ich wollte es gerade sagen. Ja, auch Komplimente an die Kuta. Ich habe gerade Luft geholt, um den Präsidenten nochmal zu danken. Genau, aber um trotzdem dann jetzt mal die Verbindung zu machen, liegt aber auch daran, dass immer mehr Menschen mit dem Nahverkehr fahren und dann auch den Obolus bezahlen. Und deswegen das liegt ist aber daran, dass der Nahverkehr attraktiver geworden ist. Genau, er ist attraktiver geworden. So, und das ist ja so ein Zirkel. Ne? Sie müssen ihn attraktiv machen, dann nutzen ihn die Leute, haben sie mehr Einnahmen. Und deswegen ist auch so wichtig, ganz wichtig, dass der Bund das Thema Nahverkehr nicht aus den Augen verliert. Und da die Mittel jetzt nicht kürzt, der Schäuble ist ja auch auf der Suche nach, wo kann er was einsparen, und dass wir das ganze Thema Nahverkehr nicht aus den Augen verlieren. Das ist wieder zu verstehen unter Regionalisierung. Genau. Ja, Regionalisierungsmittel. Regionalisierungsmittel, jetzt wissen wir es. Eine Frage kann ich mir natürlich nicht verkneifen. Ach nein. Raten Sie mal jetzt. Ja, da gibt es nicht so viele. BER, Sie waren Finanzsenator. Wie wurde das denn eigentlich damals im Senat diskutiert? Hat man nicht gewusst, nicht wissen wollen oder einfach die Augen zugemacht, obwohl man es wusste? Was da passiert. Na, die Augen Sie waren keiner, ja noch im Amt. Ja, genau. Die Augen hat keiner zugemacht, schon gar nicht der Finanzsenator, weil wir doch viel Geld auch als Berlin immer wieder nachschießen mussten. Die Ohren waren auch nicht zu. Also nicht wie die Affen, die da sitzen, Augen zu Ohren zu. Nein, sondern wir haben das genauso wie viele andere, wie Sie auch als Journalisten, einfach da auch falsch wahrgenommen und haben uns auch vielleicht Geschichten erzählen lassen, die am Ende dann nicht gehalten haben. Aber ich denke, dass jetzt mit der neuen Führung und, sag ich mal, da muss man auch dem Kollegen Müller eine Chance geben, dass die das ruhig und vielleicht nicht so laut dann jetzt auch gut zu Ende bringen. Wir brauchen den Flughafen, kein Wenn und Aber, wir brauchen diesen Flughafen. Wir gehen auf 30 Millionen Fluggäste zu. Wir sind noch vor Düsseldorf, hinter München und hinter Frankfurt zwar. Es ist eine Hauptstadt, stellen Sie sich das vor, ohne Flughafen. Wir brauchen auch wirklich die Randzeiten sozusagen, dass der Flughafen jetzt nicht in seinen Abflugzeiten beschnitten wird und die dann ausweichen nach Leipzig, Halle oder wo auch immer hin, das geht auch nicht. Ne? Das ist ein Wirtschaftsfaktor, das sage ich auch mal als Unternehmer. Aber Herr Präsident, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Ne? Wir brauchen diese Randzeiten, wir haben Nachflugverbot. Ja, aber wir brauchen die Randzeiten. Kriegen Sie das weg als Präsident des Deutschen Verkehrsforums? Nee, wir wollen ja gar nichts wegkriegen, sondern wir wollen nur das kriegen, was im Planfeststellungsverfahren genehmigt ist. Wir wollen nur... Raten ist nicht mehr zu beschneiden. Das ist ja so genehmigt worden und das soll umgesetzt werden, nicht mehr. Das heißt, wie darf ich jetzt fliegen? Demnächst, nachdem was beschlossen ist. Wenn ich in Tegel bin, dann kommt der letzte Flieger um 22:50 Uhr und der nächste fliegt um 6 Uhr. Habe die Tafel vorgestern erst studiert für unser Gespräch. Sie wollen ja nicht irgendwo anders abgeladen werden. Genau. Ja, eben. Ja. Und wie wird es in Schönefeld sein? Dann mindestens genauso. Ja, mindestens genauso. Ja. Das heißt aber, die Fluggesellschaften hätten eigentlich gerne Berlin gehabt als Drehscheibe. Nein, 24 Stunden geht ja da so nicht. Sie können ja nicht in der Nacht jetzt an und abfliegen. Ne? Das geht da so. War auch nie zur Debatte. Wann wird er denn fertig, der Flughafen, nach Ihrer Kenntnis? Na, ich hoffe, so schnell wie möglich. Ja, jetzt, so schnell wie möglich steht auf meiner Uhr nicht. Und auf Ihrer auch nicht. Also ich habe auch keine Spezialkenntnis. Ich wünsche mir und freue mich als Bürger dieser Stadt, dass der Flughafen endlich fertig wird. Aber ich glaube, die sind jetzt auf einem guten Weg. Also das ist auch ruhiger geworden. Ich frage Sie jetzt nicht, weil Sie sind ja kein Finanzsenator mehr, sondern Präsident des Deutschen Verkehrsforums. Ja. Wenn der Flughafen aber schon zu klein ist, wenn er angenommen 2018, so wie es jetzt heißt, eröffnet wird, was machen wir denn? Planen wir schon wieder gleich einen neuen oder wie soll das gehen? Jetzt Sie gucken so ängstlich, wenn der Flughafen so klein ist. Das ist ja erstmal eine tolle Botschaft. Ja, 22 Millionen geplant, Sie haben eben die Zahl 30 Millionen genannt. Ich komme aus Bremen, da haben wir einen tollen Flughafen hingebaut, vom Feinsten, aber keiner fliegt ab, weil wir keine Passagiere haben. Das ist doch hier ein Luxusproblem, dass man Passagiere hat. Das ist in Bremen. Das ist doch ein Luxusproblem. Das ist doch eine tolle Story, dass wir, sage ich mal, noch vor Düsseldorf, hinter Frankfurt und München, den großen Drehkreuzen sind mit Berlin. Das ist eine klasse Entwicklung. Aber auf die 20 Millionen
ist er ausgelegt. Genau, und jetzt und sind wir bei 27, schon, ja, 27, wir sind bei 27, wenn auch 30, ja. Sie haben bei 30 gesprochen. Das heißt, der Flughafen ist noch zu klein. Sie werden ihn irgendwann weiter ausbauen müssen, aber das ist auch nichts ungewöhnlich. Aber Sie machen ihn erstmal fertig und auf. Und wenn er fertig und auf ist, dann können Sie über einen weiteren Ausbau reden. Der kommt dann Sie aber auch. Ne? Genau. Nein, geht doch gar nicht. Eine Hauptstadt ohne Flughafen geht nicht. Die Grünen verlangen ja immer noch mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu legen. Das habe ich schon gehört, als ich kleiner Junge war. Ja, das verzieht unser ganzes politisches Leben. Geändert hat sich so nicht wie der viel. Ströble, der mit dem Auto hinfährt und dann die letzten Meter mit dem Fahrrad macht oder so. Ja, gut. Jetzt haben Sie gepetzt. Ja, logisch. Jetzt haben Sie gepetzt. So. Ja. Was wird denn nun mit dieser Forderung? Die ist ja an sich vernünftig. Warum klappt das nicht? Warum kriegt man mehr Verkehr nicht auf die Schiene? Na, wir bauen ja die Schiene aus. Wir bauen die Schiene aus, nicht so, wie Sie das merken, ganz einfach, weil Sie ja kaum in einem Güterverkehrswagen mitfahren, Herr Brinkmann. Aber Schiene ist ja nicht nur Personenverkehr. Na klar, wenn Sie mit dem ICE fahren, dann machen Sie Personenverkehr. Aber Schiene ist ja ganz klar auch Gütertransport. Und da haben wir ja ganz wichtige Themen, wie das muss leiser gemacht werden. Also viele Regionen, wo ganz viel Güterverkehr durchgeht, die leiden ja wirklich unter dem Lärm. Und wenn Sie da sagen, wir wollen noch mehr Güterverkehr machen auf der Schiene, dann würden die Grünen abgewählt werden, weil die Bürger da sagen, uns, wir müssen die Ohren zuhalten. Also sind wir da unterwegs, auch als Verkehrsforum, jede Initiative zu unterstützen, die darauf hinausgeht, dass die Dinger leiser werden. Ne? Also das hat was mit Rädern zu tun und Fahrwerken, das ist jetzt viel Technik, aber die müssen einfach also leiser werden. Also es geschieht werden, ne? Eine ganze Menge. Sie sehen, unser ehemaliger Finanzsenator ist nicht beschäftigt. Ist losgeworden. Ganz im Gegenteil, er glüht geradezu vor Energie. Ja, und ich hoffe, dass Sie demnächst auch mit dem Rad auf dem Deich fahren. Und alles ist stark genug. Ich bedanke mich, dass Sie Danke da waren. Viel Spaß Danke. Als Präsident, neuer Präsident des Deutschen Verkehrsforums. Und wenn Sie mal eine Frage haben dazu, ja, schreiben Sie ruhig. Ne? Deutsches Verkehrsforum, herzlichen Dank. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder, wie immer, Standort Berlin, 18:15 Uhr. Bis dahin, vielen Dank und tschüss.